Herzlich willkommen zurück hier zur Schalke-Karriere beim Fußballmanager 2023. Letztes Spiel gegen Bochum haben wir gewonnen. Sehr, sehr wichtiges Spiel. Und jetzt geht's zum aktuellen vierten Platz gegen die Zecken. Borussia Dortmund bei 40 Punkten. Wir spielen jetzt zu Hause das Revierderby. Aufstellung habe ich schon im letzten Part gemacht. Ich gehe nochmal in die Taktik rein, ob wir da was verändern wollen. Ich würde sagen, das hat beim letzten Mal so gut funktioniert. Wir starten rein und geben Vollgas. So, erster Angriff von Dortmund. Fährmann mit einer guten Parade. Und die gehen in Führung. Marco Reus mit dem Treffer. Und da auch kaum eine Chance. Smajic mit dem wichtigen Tackling. Hermann super nach der Ecke. Ovian auch mit einem guten Tackling. So bleibt es nur bei einem 1:0. Man muss aber sagen, wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Klare Feldüberlegenheit für die Zecken. Ich lasse aber trotzdem so weiterspielen, weil wir trotzdem gut dagegen gehalten haben. Und jetzt haben wir auch selber mal ein paar Terodde. Schafft es nicht, aus ein paar Meter einzuschieben. Tue ich direkt mal Polter rein. Und ja, wir machen weiter. Boah, das hätte der Treffer sein können, das wichtige 1:1 im Derby. Das hätte auch nochmal so viel bewirkt. Smajic wieder auf der Linie. Keke Top auch vorbei, Riesenchance für uns. Jetzt spielen wir aber mit. So, ich mach mal ein paar Wechsel. So, Mollet geht raus, Bischoff geht rein. Aydin hat letztes Mal einen vorgelegt. Vielleicht setzt das neue Kräfte frei. Glaubt niemand mehr an ein Wunder. Eieiei. Okay. 1:0 verloren. Zumindest haben unten auch alle verloren, bis auf Köln. Die sind an uns vorbeigezogen. Aber wichtig ist, dass die drei hier einen Punkt gewonnen haben. Ruic erzielt 2 Tore. Wenn wir auch mal ein bisschen so die Jugendmannschaft gucken. Bartel ist, glaube ich, ein gutes Talent. Hier natürlich Odra Ogo. Könnten wir auch überlegen, für die zweite Mannschaft hochzuziehen. Auf Platz 6. Generell. Hier so Spieler würde ich mal nach Hause schicken mit einem Talentpunkt, und wenn ich es nicht in den Kader schaffen, dann sowieso.
Ibrahimovic sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Mané. Gar nicht, wieso der nicht spielt. Ups, so rum. Kovic, Ibrahimovic. So. Beste Newcomer, Sepp Vandenberg. Der ist aber nur ausgeliehen und mit 17 Millionen werden wir uns den leider nicht leisten können. Aber freut mich, dass wir für Liverpool da Talente ausbilden. So, aber vielleicht können wir mit Smajic auch unser eigenes Talent da in der Innenverteidigung ausbilden. Jetzt gegen Augsburg. Laporta den Vorzug. Hier rein. Da ist halt auch eigentlich wichtig, den Rückstand nicht zu erhöhen. Also ein Unentschieden wäre sehr, sehr gut. Sieg natürlich noch viel besser und wäre auch wieder so ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Auswärts in Augsburg ist eklig. Und die gehen auch in Führung. Niederlechner mit dem Treffer. Wenn man hält, Augsburg ist schon deutlich aktiver als wir. Viel mehr Chancen. Und der nächste Treffer, wieder Niederlechner. Wir sind jetzt 2-0 im Rückstand, haben jetzt eine große Chance und machen den nicht. Und boah, Elfmeter für Augsburg, Fährmann hält. Sonst wären wir hier 3-0 baden gegangen zur Pause. Viel zu wenig. Das ist mal auch gut für eine Brandrede. Ich glaube, die haben irgendwo verpasst zu gucken, was für eine Wichtigkeit das Spiel hatte. Die Riesenchance. Kral mit dem Treffer. Vielleicht geht noch was jetzt in der Schlussphase. Das Unentschieden wäre so wichtig. Ja, Augsburg geht es natürlich hier mit Zeitspiel, mit gelben Karten, mit Wechsel.
Kommen wir nochmal mit einer Riesenchance und der Ball ist drinne. Domme Drexler. Sowas von wichtig. Kommen nach diesem 2-0 sehr, sehr früh, dass wir das kassiert haben, wieder zurück. Und ja, Schiri pfeift ab. Ich will das mitnehmen. 3 Minuten werden nachgespielt. Augsburg nochmal. Vom Tor wichtiger, wichtiger Unentschieden. So, ihr seht es, Augsburg nur mit dem Unentschieden. Wir können sogar wieder Köln hinter uns lassen. In Punkte dran gekommen. Sehr, sehr wichtig. Bochum und Bremen auch noch verloren, was auch sehr, sehr gut ist. Mainz gewonnen. Aber dieser Abstand, der wird nicht größer. Und es werden immer weniger Spiele. Sehr, sehr gut. Hier Wintereinkäufe. Vasilalidis und Smajic, guter Griff. Mitläufer Bischoff. Insgesamt würde ich sagen, gute Wintertransferperiode. Jetzt geht's gegen Leverkusen und jetzt kommen die schweren Partien natürlich. Wir haben einen kleinen Polster gesammelt, aber ich habe die Befürchtung, dass der zu wenig sein kann. Bischoff jetzt auch mit einem langfristigen Ausfall. Wird uns einen Monat fehlen. Vasilidis rein. Salazar. Kaminski. Mit Kolodziejczak rein. Und dann Wechsler hat auf jeden Fall einen Startelf-Einsatz verdient und auch Karl. Gehen wir rein ins Spiel. Zu Hause ist natürlich immer was möglich, aber man merkt da auch den riesen Stärkeunterschied zwischen uns beiden. Also wir haben 777 Mannschaftsstärke, Leverkusen 858 und da auch wieder nach 6 Minuten erste Chance. Gerne bei Tor. Wieder der ganze Matchplan über den Haufen geworfen. Mit der gelben, was uns mal so helfen würde, wäre vielleicht so eine rote Karte beim Gegner. So ein Tar irgendwie in der 35. umfallen und weinen. Vielleicht gibt es jetzt. Ey, das habe ich doch gerade gejinxt. Rote Karte beim Gegner. 29. Minute. Richtig, richtig gut. Aber wir müssen das auch jetzt ausnutzen. Weil Leverkusen hier auch die Riesenchance hat. Ja, und jetzt sind wir 2-0 hinten. Diaby mit dem Treffer. Aber wir müssen jetzt deutlich offensiver spielen. Gehen hier auf riskanter. Und ja, geben hier Vollgas. 4 nochmal in die Wechsel rein. So, und jetzt. Möchte ich, dass die Mannschaft hier alles dran setzt, Spiel zu drehen. Bei den eigenen Fans. Leverkusen macht hier weiter. Die lassen auch wenig zu. Jetzt vielleicht mal abseits. Ich glaube, ich habe Konterspiel noch drin. Das mache ich raus und mache jetzt hier mal auf Ruhebälle.
Ja, 3-0 Leverkusen. Jetzt ist es vorbei, die Hoffnung. Oh, ey, mit einer roten Karte machen die hier zwei Tore. Ich glaub's nicht. Hier 0 gehen wir baden zu Hause. Augsburg auch noch gewonnen. Dabei nur noch 4 Punkte zum Relegationsplatz. Medien hassen mich. Fragen Sie doch Mehmet. Hat es heute alles schief gelaufen? Fragen Sie doch mal Mehmet Aydin. Alter, was für ein Trainer, was für ein Arschloch würde so antworten? Ist frustriert. Jetzt gegen Hoffenheim. Rodrigo Salazar kommt zu spät zum Training. Ich glaube, der ist nicht mehr so glücklich. Hat ja eine Zeit lang auch nicht gespielt. Ich würde sagen, Spiel gegen Hoffenheim schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ansonsten gerne auch die Glocke, dann kriegt ihr auch Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.